Herzlich willkommen, Leute, zu einem neuen Ründchen Phasmophobia. Und wie versprochen, gibt's direkt die neue Map, sobald das Update draußen ist. Der Patch kam, zumindest auf dem Beta-Client. Solltet ihr euch also wundern, warum ihr noch kein Update habt. Die Beta-Version ist the way to go, denn dort gibt's die neueste Map Prison. Leider haben sich sonst nur ein paar Sachen verändert, wie zum Beispiel ein paar Bugfixes oder ein paar Game-Changes, von denen wir beim Spielen aber auch noch nichts wussten. Bedeutet, wir machen einen gravierenden Fehler, was vorher problemlos funktioniert hätte und jetzt hier zu einem Problem wird. Nichtsdestotrotz zeige ich euch unseren ersten Run. Wir spielen heute mit Lara und mit Kayayana, also eine sehr, sehr schicke Runde, muss ich sagen. Wir hatten viel Spaß, es wurde viel rumgealbert. Es hat sich auch ein klein bisschen gezogen. Die Prison-Map ist wirklich sehr, sehr groß, hat aber ein paar feine Details und nebenbei werdet ihr wahrscheinlich, und ich hoffe, das ist für euch in Ordnung, auch wenn wir hier auf YouTube sind, ein bisschen den Support von Twitch hören. Ich muss mich auch das ein oder andere Mal bedanken, denn bei mir im Livestream bzw. auf dem Twitch-Kanal geht es momentan wieder wirklich unglaublich gut ab. Und deswegen auch nochmal hier von mir ganz, ganz herzliches Dankeschön an all die Leute, die auch die Livestreams schauen. Ich weiß, auf YouTube ist das, ja, das wollen wir nicht hören, aber für mich ist das trotzdem wichtig, mich dafür zu bedanken, denn Twitch ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt für mich geworden. Und deswegen bin ich da über den Support auch sehr dankbar. Und ohne den Livestream hätte es dieses Video wahrscheinlich auch nicht gegeben. Deswegen hoffe ich auch, dass ihr hier auf YouTube das Ganze ein klein bisschen supporten könnt, indem ihr ein Like und ein Abo dalasst, falls ihr es noch nicht getan habt. Genießt ein klein bisschen die Show. Es zieht sich, wie gesagt, ein bisschen. Es ist die neue Map. Es ist unser erster Run auf der neuen Map. Und ich wünsche euch trotzdem viel, viel Spaß. Was? 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 Eigenwerbung? Was? Wer macht Eigenwerbung? Lara schon wieder. Also du hast... Stimmt doch, Lara, gar nicht. Thermometer. Du bist so kacke. Oh, oh. Darf man auf Twitch nicht sagen, ne? Ich bin auch Partner. Okay, ich nehme EMF und zwei Taschenlampen. Ich nehme Geschwindigkeitsmesser. Ich nehme Thermo und. Nee, hab ich schon. Also die Map sieht übrigens echt groß aus, Leute, guckt mal. Ich weiß nicht, ob wir uns hier trennen oder ob wir zusammengehen. Worauf reagiert denn der Geist? Ich muss den Zellenblock C. Und allein. Da habe ich meine Zelle bekommen. Warum musst du da rein? Ja, da habe ich nur. Was? Da wurde ich hier eingewiesen. Ich habe hier den. Also. Patricia Jackson. Also, wenn wir uns trennen, nehme ich auch nochmal. Wenn wir uns trennen, nehme ich auch ein Thermometer mit. Aber wir können ja zusammenbleiben, damit wir die Sachen entdecken am Anfang. Also, mal gucken, was neu ist oder so. Also, ich habe ein Buch. Gut. Das Besucherbuch und eine Kamera. Gut, ich habe EMF und. Noch eine EMF? Nein, und eine Geisterbock. Waschbecken eigentlich steht hier ein Kruzifix, ne? Ey, wer ist gefahren? Sorry, da hab ich falsch eingeparkt. Da waren noch ein paar Parkplätze näher dran, Kaya. Also. Ich mir den Brill aus, wir kommen da nicht mehr weg. Nicht so weit weg. Komm, lass uns abhauen und lassen Lara allein, oder? So. Kontraband. Machen wir erstmal die Tür. Oh, geht's nicht. Nice, neue Map. Sieht auf jeden Fall schick aus. Endlich. Ja. Very impressive. Und ist von außen. Kann man hier durch? Nee, darfst du nicht. Nee. Nur autorisiertes Personal. Hat jemand den Schlüssel mitgenommen? Oh, jetzt piept's. Erstmal alles ablegen. Warte. Profi, ne? Kannst du das scannen? Ja, Thermo auf jeden Fall rein. Warte. Buch ich. Auf, Taschenlampe. Kaja, du bist schon durch. Du musst nichts mehr ablegen. Taschenlampe musst du auch noch ablegen, Dalu. Die haben so, piep. Jetzt hau ich mit dem Zeug ab. Dalu, dein Taschenlampe. Habt ihr Flüssigkeiten dabei? Den Gürtel bitte auch. Ja, ihr kennt euch hier gut aus im Knast. Spezialität. Irgendwas anderes neu? Weiß das jemand? Ja, wir finden es raus. Wir finden es raus. Wir finden es raus. So. Flüssigkeiten sind alle in der Hose, ja genau. Geben Sie uns eine Zeichen, bitte, lieber. Es könnte sein, dass wir noch zufällig einen Drogentest machen müssen. Ein Drogentest? Ja. Corona-Test vielleicht. Nice gemacht, ja. Nee, Drogen? Besuchen wir den Geist, dann müssen wir hier rein. Wir suchen ihn ja. Nee, ich dachte, wir besuchen ihn. Hier ist ein Kaffeebecher. Das ist ja echt eine Among Us-Aufgabe, oder? Drücken Sie ein. Hallo, Geist? Besucherbereich hier. Ja, vielleicht sehen wir ihn auf der anderen Seite. Wir suchen den Geist. Ja, hallo. Ist jemand hier?
Wo ist denn Gaming-Rechner bei den Admins? Ihr geil, schaut euch das mal an. Aber die Tastatur kenne ich noch. Aber also die Tastatur auch mit diesen Farben, mit diesem Dunkelgrau, die hatte ich auch. Very nice, ja. Oh, habt ihr es gehört? Was denn? Irgendwas hat gequietscht. Da hat so eine Gefängnis- und Zellentür hat gequietscht. Er ist raus, glaube ich. Wer ist raus? Der Geist. Er war ausgebrochen. Der Geist ist aus dem Knast ausgebrochen. Ist ausgebüxt. Könnte überall sein jetzt. Achso, ich hatte das Thermometer gar nicht an. Leute, ich laufe die ganze Zeit hier. Und bitte nochmal alles ablaufen, von Anfang an. Nee, glaube ich nicht. Oh, das Ding ist ja riesig. Ja. Kann man hier durch die Türen auch? Ach du Schreck. Toll. Jetzt geht das gar nicht mehr. Library. Ich habe einen Donut gefunden, aber es hat geklopft. Aber ich nehme erst den Donut. Ich hab das Klopfen auch gehört. Das war nicht von uns, oder? Ich glaube nicht. Okay, schon wieder eine Tür gequetscht. Oh, Basketball. Hab ich's gehört. Oh. In der Bücherei ein Basketball. What the? Oh, war das? Hat irgendjemand Licht angemacht? Nein. Nee. Warte mal, Leute. Ja, wir warten. Wir laufen hat nicht weg. Hat jemand die Tür... Waren die gerade auf hier, als ich reingegangen bin? Die müssen auf gewesen sein, ne? Genau, ja. Ja. Ich habe am Step gehört, genau hier. Step, ja! Ja! Wo? Oh. Hier. Was sagt Thermometer? Obwohl, der Teppich macht genau das Geräusch. Hast du Ping gemacht? Ich glaube, der Teppich macht Nee. Aber dein Thermometer sagt halt nichts, ne? Ja, genau. Ich glaube, der Teppich ist genau das Geräusch, was wir sonst immer hören. Aber es hat gerade auch so ein Schließfachgeräusch gemacht, weißt du? So ein Schrankgeräusch. Oh Gott, wie gruselig! Entschuldigung. Der Raum ist riesengroß. Halt mich den Aufgang. Wie funktioniert das eigentlich mit dem Wegrennen vor dem Geist? Das sind ja nur Gitter. Der sieht uns doch. Oh Gott, stimmt. Vielleicht kann er nicht da durch. Hier ist noch ein Kaffeebecher. Mülleimer. Ich bin schon wieder lost, ne? Ich hab keine Ahnung, habt ihr irgendwie die Map? Du bist immer lost. Ich bin auch immer lost. Sarah lost. Der arme Dalu. Na. Alles gut. Geht's noch nach oben? Ja, ne? Oh. Der Geist singt jetzt auch. Aber der Geist hat auch immer schon gesungen. Hast du den singen gehört? Ich hab gar nichts gehört. Die Frage ist, zählt das als Tür später? Also würde das funktionieren? Ich denke schon. Wir werden es ausprobieren müssen. Fisherman's Friend. Da. Na, schon wieder. Sind auf jeden Fall coole neue Sounds hier. Mit den 13 Grad. Kaya, hier liegt was. Hier liegt was. Leute. Die Tür quietscht, ist schon mal gut. Ja, Moment, komm mal. Kaya, hier liegt was. Was liegt denn hier? Oh. Was könnte das sein? Ich glaube, ich heb das mal auf. Nein, Lara, nix für dich. Was habt ihr... Ach so. Lara, stör uns nicht. Das ist kacke. Oh, jetzt hier noch ein Stück. Ich nehme das mal auf, Leute. Wenn mich jetzt der Geist jagt, ja, und werde ich mich bitten. Ich habe jetzt gerade wieder Metall gehört. Der Geist klingt aber schön. Das ist nicht Zelda-Musik? Lara könnte ja aufnehmen. Mal. Hier schon mal ein. Ja, nichts, mein Chat ist wieder ein bisschen versaut. Machen wir jetzt hier die. Also hier verstecke ich mich, wenn der Geist kommt übrigens. Die Elektroschutzarmbürste steht hier. Ja, so überdimensional große Handschellen. Hey. Wie? Steuer ich? Ich weiß auch nicht. Alles ein bisschen komisch heute.
Oh Gott. Also ich höre die Geräusche rechts von uns noch. Ja. Aber. Aber die PCs sind ja noch an. Es ist fürs Licht. Ist los? Nein. Boah, das ist aber laut. Jetzt wissen wir zumindest, wo die sich. Geknackt, Leute. Die Sicherung zu finden ist. Boah, ist das eine Map. Very nice. Ist zumindest sind, das nur, sind das immer noch nur zwei Programmierer, die das machen? Weißt du, einer, glaube ich. Hat er sich verdoppelt? Echt, das weiß ich gar nicht. Ich dachte immer noch, es ist einer. Okay. Aber es ist bei einem Prison ja gut. Da sparst du dir die Texturen. Oh oh. Mammut. Rein in eine Zelle, Kaya. Geist auch. Alter, ich habe so Angst. Ich habe komische Geräusche gehört. Ja, was hast du gehört? So ein Rülps. Das heißt, er war in der Nähe. Ja, und dann so ein lautes Atmen. Ja, das ist der Geist. Hätte er mich fast gehabt. Hast du deine ganzen Zellen hier unten durchgegangen? Nee, du hast das. Du hast die Temperatur. Aber er ist unten. Ja, dann hat er. Ja, aber er ist unten, glaube ich. Ich höre euch nicht, wenn ihr nicht durchs Walkie-Talkie redet. Der Geist, Galo, da hatten wir echt Glück gehabt, ne? Der Geist ist unten. Das, war das wirklich knapp? Hätte mich fast gehabt? Was? Ist der Geist? Ja, ja. Der war in der Nähe. Wer macht denn da immer die Tür auf? Coole Zahnbürste. Lara, jetzt find den mal. Leute? Ja? Leute? Ich war gerade draußen und bin reingegangen und in dem Moment, als ich reinging, hat er angefangen zu handeln. Der muss... Kann er auch draußen sein, weil ich habe Steps irgendwie rechts von mir gehört. Ich glaube, er ist unter uns in den Zellen. Ja, du lügst mich ja. Ich glaube wirklich, er ist unter uns in den Zellen. Ich habe Temperatur, stimmt? Nein, du hast das Temperaturding mit, deswegen wissen wir nicht, wo er ist. Guck mal, Dalu, ich bin gerade so raus. Oh, hier geht's raus. Und genau in dem Moment, in dem ich hier stehe, Zählt das hier als... Tschüss, Lara. Lara, der Geist kommt. Du musst echt aufpassen. Der ist super aggro. Geh ich ein bisschen am Yard spielen. Oh. Meine Trickshots muss ich auch festhalten. Scheiße. Ja, er rollt.
ja sagen, ich find die Map halt weniger gruselig, ne? Aber wo ist Kaya eigentlich? Kaya, wo bist du? Der will sich verstecken, damit ich sterbe. Ich glaube, hier huntet der auch. Guck mal. Ich glaube nicht, dass der hier huntet. Ja, aber was ist denn hier? Warum? Das ist ein Basketballplatz, Lara. Ja, aber warum kann man hier durch und die Tür zum Beispiel zu machen? Kann man das? Man geht gar nicht. Ja, ich habe halt keinen Orientierungssinn. Ich weiß nicht, wo wir sind. Also ich glaube immer... Wo ist Kaya? Kaya will mich erschrecken. Glaube ich. Ich glaube, er will mich erschrecken. Komm, wir gehen nochmal hoch. Das Blöde ist halt, wir haben halt wirklich nur ein paar Sekunden Zeit, bevor der halt huntet. Ja. Ich glaube, von den Steps her spawnt der hier unten rechts. Hier irgendwo. Also eben habe ich ihn gar nicht gehört, jetzt gerade. Was ist das? Hey! Was war das für ein Geräusch? Ich glaube, der Geist ist in der Nähe. Dalo trollt dich. Oh mein Gott. Jetzt schon wieder. Lass mich mal rein, Lara, weil dann futtert er dich zuerst. Hier ist kein Platz. Den Geist gefunden. Ich glaube, wir müssen Sanity Pillen schlucken. Scheiße, Herzschlag habe ich noch gar nicht. Wo hast denn den her? Das war der falsche Sound. Das war ein doofer Geist. Ich dachte, das wäre ein Update. Nein, das war fishy. Neuer Geist. Wäre aber ein geiler Geist, muss ich sagen. Ich glaube, der huntet noch, oder? Ein Herzschlag kann ich dir schicken. Soll man Pillen schlucken oder so? Ja, aber dafür müssen wir wieder raus. Ja, aber wir müssen auf dem Rückweg vielleicht rausfinden, wo er wirklich ist. Ich glaube nicht, dass er... Wollen wir nicht erstmal hier oben kurz die Räume alle durchgehen? Der ist nicht oben. Ja, woher wisst ihr das denn? Weil er irgendwo spawnt. Ah, okay. Jetzt aber warte bitte auf mich. Nicht so schnell. Mann, nicht so schnell. Ich höre ihn aber gar nicht, Chat. Kann ich ein paar Subs vorlesen? Taifu, danke für den dritten Monat. Vortick für den neunten Monat. Danke, Taifu. Ach so, scheiße, du hörst mich. Jetzt riskant. Das ist das Bad. Oh, es ist ein weiter Weg. Was ist denn? Es ist ein weiter Weg. Redest du, Lara? Redest du? Nee, ich hab nichts gesagt. Das muss der Geist gewesen sein. Alter, ist der mega aggro. Es ist nur ein Flur, oder? Wo ist denn der Schmuck überhaupt? Das ist mein Ende. Moment, Chat, was habt ihr gemacht? Was habt ihr gemacht in der Zeit, in der ich nicht hingeguckt habe? Jay Kane, was hast du gemacht?
bedanke mich gleich. Holy shit, ich hoffe, du bist gleich noch da, Jay Kane. Der wird hier sein. Hier, direkt um die Ecke. Also ich sag, er ist in dem Raum, wo wir am Anfang dachten. Da in die Richtung dahinter sein. Da habe ich einen Step gehört, quasi alle Wangen. Hier hinter. Das ist doch die Hallo, bist du da? Ich sitz gerade im Truck. Jay Kane, aber jetzt hier, lass gut sein, wirklich. Also so, ich bedanke mich natürlich gleich nochmal, aber wirklich, ich weiß nicht. Das ist eine Menge Geld, das ist zu viel Geld in der Hinsicht. So, ich bin jedem, der hier rein subbt oder so, wirklich sehr dankbar. Und wenn einer mal einen Sub gibt, dann ist auch. Warte, ich dachte gleich noch was zu. Bitte, 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 spar dir das Geld, kauf dir selber was Schönes, kauf schöne Geschenke. Ja, ich bin da, erzähl mal. Guck mal bitte auf die Map kurz. Ja. Was wollt ihr hören? Oh. Jay Kane, wirklich. Vielen, vielen Dank für die Donations. Das ist wirklich insane viel, ja. Ich weiß nicht, ob ich dich hier in dem Chat schon mal gehört oder gelesen habe. Und ich weiß das natürlich sehr zu schätzen. Aber wie gesagt, wir haben jetzt Dezember. Weihnachten steht vor der Tür. Kauf dir irgendwas Schönes. Auf deiner Familie gegebenenfalls was Schönes, spar das Geld, wie auch immer. Ich kann auch nicht einschätzen, ob das für dich wirklich so in Ordnung ist. Du hast jetzt unglaublich viel donated. Also es sind über 500 Euro, die gerade donated wurden. Und ein Statement im Chat wäre für mich auch ganz schön, dass du irgendwie einschätzen kannst. So, lass auf jeden Fall ein paar shiny Rosen da. Wie gesagt, ich weiß, das sehr zu schätzen, aber da, hallo? Aber warum? Ja. Bist du wieder drin, oder? Ja, ich höre dich. Nein, ich höre dich wieder. Ich konnte gerade nicht antworten, weil gehuntet wurde. Bist du immer noch im Truck? Ja, ich sollte... Das ist obere Etage. Das ist richtig. Du spielst das Spiel richtig gut. Einfach im Truck. Ja, wollt ihr nicht die Sanity-Pillen holen? Ihr seid auf Null. Der huntet doch alle 5 Sekunden. Ja, wir kommen. Ja, ihr lauft aber vorbei am Ausgang. Nee, das stimmt gar nicht. Ja, okay, dann stimmt das nicht. Gut, dann beobachten wir mal die beiden grünen Punkte, wie sie am Ausgang vorbeilaufen. Ich dachte wirklich, er ist hier gespawnt. In den beiden Räumen in der Mitte. Nach der Runde bedanke ich mich nochmal. Deswegen vielen, vielen Dank sowieso schon mal. Ich lese nach der Runde Subs und Resubs vor. Ich gehe nochmal auf das Thema ein. Ich danke den 4500 Leuten, die gerade zuschauen. Wirklich vielen, vielen Dank dafür. Lass uns mal die Map hier beenden. Mal schauen, ob wir es noch schaffen. Also von den Steps her, ich hab die Steps gehört, als wir hier waren. Nee, als ich hier saß, habe ich die Steps gehört. Und das muss in dieser Area sein. Wir haben den Raum gefunden. Wir hatten minus 10 Grad. Ja, das ist dieser kleine nicht Umkleideraum, sondern so ein Admin-Raum oder so. Ne? Da waren wir am Anfang, wir haben doch den Step gehört. Ja, genau. Und für den Ausgang müsst ihr nach rechts jetzt. Ihr lauft wieder vorbei. Ihr lauft wirklich vorbei. Jetzt der eine Punkt, ein Raum weiter und dann links. Ein Raum weiter? Nein, nein, nein. In dem Raum waren wir übrigens nicht. Nein, nicht dahin. Genau, ihr müsst links jetzt. Jetzt links. Und geradeaus. Was? Hast du uns ein paar Sanity-Pillen übrig gelassen? Wir haben keine mehr. Du Kack, bist der Einzige im Truck und sagst, wir haben keine...
Herrlich. Was gemacht, ja? Wir haben keine Sanity. Ja, wir haben auch keine Pillen mehr. Ja, ja, du hast sie versteckt. Warte, er hat die irgendwo versteckt hier. Wo denn? Warte, lass uns ein bisschen suchen. Hier, ich hab sie. Ja, ich wollte sie nur von diesem Regal. Ich wollte sie ja nur von dem Regal da oben weglegen. Aber immer noch nur 39, oh Gott. Wird trotzdem eine schwierige Nummer. Ja, aber wenn wir wissen ja, wo er ist, dann machen wir das jetzt schnell fertig. Warte mal, ich bin nur auf 38. Ja, das liegt an der Grund. Hab ich sie schon genommen? Ich hab sie, ach, ich hab sie gerade genommen. Ja, also nochmal kurz. Also, wo ist der Eingang? Hier durch? Einfach geradeaus. Nur geradeaus. Wo ist der Eingang? Ja. Das unten in der Mitte ist der Eingang. Genau. Und, ah ja, da. Genau, und dann geradeaus und dann rechts. Da, dem rechts oben in dem Block, da ist er. Hä? Jetzt ehrlich? Ja. Da waren wir nicht. Wie kommst du dann drauf, dass er da ist, wenn du da nicht warst? Na, ich war da gerade. Wir wollten uns ja verstecken. Voll die Mann, voll die Amazon-Runde hier. Da waren wir aber. Dein Alibi ist nicht gut genug. Ja, Mann. Lara, führ uns zum Raum zurück. Ich hab schon wieder alles vergessen. Auf geht's, Lara. Er hat, glaube ich, auch erst angefangen zu handeln, als Lara gesungen hat. Ja, das war der ich Geist, auch. Das war ich nicht. Patricia Jackson heißt sie. Patricia! Nein! Übersteuere ich eigentlich? Ja, ja. Übersteuere ich eigentlich? Oh, voll, ne? Ich klipp voll. Hat voll laut geklippt, oder? Alles gut, Lara. Ja. Wenn du nicht schreist, alles gut. Mein Mikro klippt heute. Nee, ich höre nichts. Ja. Also, wunderbar. Fantastisch. Klippe, 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 klippe. Jetzt? Jetzt besser. Warte mal. Ja. Jetzt kommt auch der Geist. Also hier hast du gerade gesagt, ist das. Ja, da links. Richtig. Da, wo du bist. Der Gefängniswärter ist das, oder was? Hier waren minus 10 Grad. Ja, ist auch kalt hier. Ja. This was the room. Ich weiß nicht, ob er hier drin ist. Warte mal, lass uns mal. Er ist hier nämlich nicht gespawnt. Wir waren hier sicher lange drin. Also wir haben schon mal Gefrierbrand hier, oder? Oh, doch, das mal. Ist der Raum. Dieser Raum hier? Oh, oh Gott, Alter. Kannst du die Tür kurz aufpassen? Ich geh mal gerne in denselben Raum wie du, damit du zuerst gefressen wirst. Du kannst vor allem nicht rausgehen, ne? Sonst läufst du dem Geist in die Arme. Was mit Absicht? Du musst jetzt aushalten oder gefressen. Oh, Alter. Oh, das ist der Typ. Oh, Alter. Oh, der. Hier stinkt's ein bisschen, was hier passiert? Lara hat voll einfahren lassen. Kann ich mir vorstellen. Ich hab ein Alibi. Hier sind auch minus 11 Grad. Ja, er wird in dem Raum hier sein, glaube ich. Er wird hier, ja. Hier sind auch minus 10. Sprich mit uns. Hast du Bock, uns zu töten oder was hier los? Ha? Geist die Geist. Aber der ist so Komm. Weit weg, der steppt so weit weg. Ich verstehe es nicht. Platz die Mausi. Kill. Nein? Smooth. Warum haben wir zwei Leute mit Buch? Eigentlich. Was? Ich hab kein Buch. Ich leg mal mein was Buch lacht hin. Hier schon? Schreib in das Buch. Schreib was ins Klassenbuch. Gib uns ein Zeichen. Schreib in das Buch. Warum sitzt du im Knast? Bist du hier? Come on. Warum bist du hier? Warum sitzt du ein? Sollen wir gehen? Oh, man kann eine Handcreme mitnehmen, Leute. Sollen ich weiß nicht, warum. Es könnte auch sein, dass er über uns in der Zelle ist. Also über Kaya. Ja. Lass mal gucken, welche Zelle offen ist. Ja, die... Auf jeden Fall ja, alle. Oben. Nee. Geht das? Sensationell. Was? Zahnpasser? Wie geil ist das denn? Ja, und Zahnbürsten. Und die Bürsten...
Was ist das? Eine das Zahnbürste. Nee, du hast gerade das Buch geworfen. Ja. Lass uns mal oben gucken, welche Zahl auf. Ich warte eigentlich gerade noch auf da den... Da oben ist eine Zelle offen, Leute. Da oben ist eine Zelle die offen. Sind alle offen, Lara. Achso. Aua, schrei mich nicht an. Entschuldigung. Lara! Ah! Nehm ich die Geisterbox. Leute, vielen, vielen Dank. Wirklich ganz, ganz großes Dankeschön. Okay, also der Geist ist links von uns. Aber jetzt haben wir ihn dann. Oder er uns. Jetzt beeilen am besten. Hat Kaya gerade auf ihn geschossen? Kaya? Ich habe gerade Maschinengewehr gehört. Ich hol die Kamera eben. Er ist links von uns, ja. Ich hol die Kamera. Ja. Ach so. Also was meint er? Er ist über uns? Ich habe ihn steppen gehört. Ja, links. Über meiner Zelle, über. Ja, entweder das oder... Also er wird hier in dem ganzen Raum sein. Das ist ja ein Raum. Oh nein. Oh, scheiße. Ein Raum. Aber ich hab ihn ziemlich in der Nähe steppen gehört. Ja, dann Herr Geist, wir haben hier Ihre Entlassungspapiere. Einmal unterschreiben. Aber haben Schreib wir hier noch einen Bierbrand in dem Raum? Ja, ja, ja. Haben wir den? Ja, haben wir. Ah, okay, okay. Okay, jetzt sehe ich ihn auch. Überall. Oh, der ganze Raum, Mann. Jetzt schreibt er rein, weil er entlassen werden will. Freut mich für ihn. Okay, Leute, euer Support hört ja gar nicht auf. Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Ja, wir müssen vielleicht schauen, dass wir neue Sachen holen. Also der steppt hier ganz in der Nähe übrigens. Ja, ja, genau. Also er ist in dem großen Raum. Aber es hört sich an, als ob es oben wäre. Ja, aber da, wir haben ja hier die Gefriertemperatur. Das wird ja ein Raum sein. Das ist ja nicht irgendwie verbunden mit einer Tür. Also ich glaube auch, dass er oben spawnt. Ja, wir können auch was holen. Kaya, wir holen noch was. Ich hab hier gerade einen Step gehört, Leute. Lass uns mal einen Boost da rein. Nein, der Step kommt von diesem blöden Teppich. Das ist dieser Teppich macht den Geistersound. Ja, ehrlich. Verrückten, alle verrückt im Chat. Lara. Also im Chat schreiben einige, dass die Zellentüren eigentlich nicht so aufstehen und er sie wohl geöffnet hat.
Aber da schreiben ein paar. Ja, also... Wenn, wir werden jetzt wahrscheinlich... Was werden wir kriegen? Unsere Sanity ist bestimmt wieder auf Null. Ja, unsere Sanity ist super niedrig. Das ist echt krass. Also von der Sanity her werden wir jetzt auch wirklich Dauer-Attacks haben, leider. Das sind, wie viele Sekunden sind dazwischen? Vielleicht hätten wir 15, die erstmal als Anfänger nehmen müssen. 25 Sekunden. Du hast aber noch 16. Du hast noch 16%. Du hattest aber eh mehr, ne? Genau. Kamera. Was nehme ich denn noch mit? Naja, hier, UV. UV wird sein. Was liegt drin? Ich glaube, es wird UV. Und EMF hat Kaya, ne? Hatte Kaya EMF gehabt? Ja. Nur ein Kruzifix mit, aber das, ich glaube, das Kruzifix würde für dich viel bringen, oder? Nee, wir müssen. Keine Ahnung. Wir werden wahrscheinlich, ich sag UV und Geisterbox oder Buch. Also, wenn wir jetzt gleich zurückkommen, hat er entweder reingeschrieben oder er redet mit Kaya. Kaya, lebst du? Ich glaube nicht. Oh, er ist tot. Oh nein! Scheiße! Oh nein! Dann müssen wir uns jetzt beeilen, Lara. Speedrun. Komm. Scheiße, wir hätten durch seine Kopfkamera gucken sollen. Dann finden wir es einfach nur raus. Ich habe jetzt noch Geisterbox mit, oder? Also einfach nur rausfinden, ja? Da liegt aber auch eine Moment. Geisterbox drin. Ja, Moment, ich kann noch was mitnehmen, vergiss es. Also denke, eine liegt drin. Ich habe durchgesprochen und da kam nichts. Okay. Was soll ich dann mitnehmen? Ich habe halt noch einen Platz frei, Lara. Weiß nicht. Kruzifix? Ja, ist ja Quatsch. Also das hier haben wir, ja, haben wir einen normalen EMF schon mal mitgenommen. Weiß ich nicht. Oh ich mein Gott. Wir haben, ich glaube, wir haben das offensichtlichste Ver... Oh, ist das peinlich. Ist das sad. Krass, ey. Wie lange wir halt auch schon auf dieser Map sind, ne? Oh Gott, ich sterbe. Ja, wir haben EMF nicht mitgenommen, Lara. Das ist ja... Komm jetzt. Speedrun, Lara. Nicht husten. Kaya hatte einen. Kann ich hier drunter durch? Nee, drüber. Lara, wenn du hustest, hört er uns. Ja. Was ist dann? Was ist dann? Ja, dann killt er uns vielleicht. Vielleicht tötet er uns. Oder ich töte ihn. Wir haben ihm ja noch nichts getan. Also, ich nicht. Nee. Hier ist wieder dieser Geistersound, wenn du über den Teppich gehst. Schreib in das Buch, bitte. Ja, was soll ich? Was hab ich denn noch mitgenommen? Ah, ein V. Hast du auch ein V? Schreib in das Buch! Gib uns ein Zeichen! Lass uns wirklich versuchen. Wie kann das überhaupt sein? Guck mal auf der Tür hier rechts. Die, da ist Kaya gestorben. Oh, Kaya! Ja, wir müssen die Sachen wahrscheinlich einmal nach oben tragen. Hier ist die Box, ne? Dalu, es steckt hier drin, meine ich. Dalu? Ja, das ist doch der Teppich. Teppich? Das ist doch der Geisterteppich. Der blöde. Ja, okay. Das ist echt doof, diese... Wie kacke. Der wird über uns sein jetzt, genau. Aber wir gucken einfach mal. Lass uns mal die Sachen nach oben bringen. Also ein Buch zum... Ich nehm ein Buch nach oben. Ein Buch nimmst du mit? Okay. Ja. Panik hier gerade ein wenig. Du. Aber er hat lange nicht gehandelt, ne? Ja, Kaya hat ihn sauer gemacht, weil er da gepupst hat. Das war laut. Was macht Lara da?
Diese random Sounds mit dem Gitter und so. Lara, hattest du gerade so Sounds abgespielt, dass er läuft? Nein, habe ich nicht. Aber das war doch genau bei dir, oder? Ja, das war links von mir. Und dann ist er aber weggegangen. Ja, entweder ist... Hast du eine Tür so halb offen? Ich weiß nicht, wenn so eine Tür so halb offen ist vielleicht. Oh Gott. Hier ist Action. Hier? Das hier, deswegen auch links von uns, die hier. Hier? Es ist. Hier sind Sachen umgeworfen worden. Ja, aber hier ist die Zelle. Okay. Guck einmal kurz hier. Hier hat er einen Zahnpass umgeworfen. Mhm. Und guck mal kurz hier. Nicht so komisch. Ja, aber hier piept nichts. Aber die eine piept. Und das kommt auch von den Steps her hin. Das heißt, die hier. Ich habe gerade den Step gehört. Ja. Ja. Also hier wahrscheinlich. Da ist doch das Bett umgeschmissen. Ja, das glaube ich war ja nicht. Warte, hier war das? Ja, eine davor mit dem umgeschmissenen jetzt Bett. Jetzt nicht mehr. Jetzt piept's, aber hier hat's gepiept. Hallo? Ja. Hier liegt auch ganz viel auf dem Boden. Er hat in irgendein Buch geschrieben. Ich sag ja, der hat sie aufgemacht. Doch nicht. Der ich wurde verarscht. Das ist die schlechteste Zelle. Ja. Das war's. Kaya bewirft mich mit Sachen. Ja, das war doch jetzt wieder links. Moment, war das 4 oder 5? 4. Er geht voll ab. EMF 4. Der hat gerade die Tür zugemacht. Ja, hab ich gesehen. Hinter uns. Der war wild. Das warst nicht du, ne? Ne, war ich wirklich nicht. Ich hatte EMF in der Hand. 5? 4. 5? 4. Aber es ist doch, dass er den Raum wechseln kann. Ich bin der Meinung, er ist in keiner Zelle drin, sondern er ist einfach wirklich in dem großen Teil hier. Schreib in das Buch. Er steppt genau vor mir. So V-Kacke ist ja richtig kacke. Hier sieht man keine Fingerabdrücke. Gott. Also er ist hier drin. Kann man umstellen. Er ist in diesem Raum. Ja. Aber warum gibt er uns denn gar nichts? Gar nichts, ne? Es ist das kleine Mädchen. Wo weißt du das? Es ist gerade die Treppe runtergelaufen. Was? Du hast es gesehen? Ich hab's gesehen, ja. Aber es ist oben gespawnt. Es ist oben gespawnt. Okay. Also, wir werden sehr wahrscheinlich Ghost. Ja. Ich nehme die Kamera. Wir stellen die jetzt nochmal oben hin. Wir haben also sehr wahrscheinlich Ghost Orbs. Aber wir brauchen das letzte noch. Das kann doch nicht so schwer sein. Wir können ja auch durch die Raumkamera.
Ja, warte, Lara. Jetzt geh nicht weg. Ich glaube nicht, dass wir nach Ghost Orb suchen müssen. Ich bin mir bei Ghost Orb so sicher, wir müssen das letzte finden. Warum bist du dir sicher? Weil er uns nichts anderes gibt. Temperatur haben wir, Chat, ja. EMF war nur 4. Wie machen wir Fingerprints? Also an was? Such mal die Geisterbox, Lara. Ja, die ist hier. Ja, versuch mal wirklich mit ihm zu reden. Hast du EMF? Hast du, ne? Nur 4. Warte, nicht zumachen. Check gleich Fingerprints, wenn Lara mir sagt, wo das Licht ist. Lara, wo hast du die Fingerprints? Wo hast du die Fingerprint-Dinger? Also die Lampe. Achso, das liegt da vorne. Hast du sie singen gehört? Leider nicht. Ganz leise habe ich sie singen gehört. Bist du hier? Ganz leise. Der arme Kaya, der ist jetzt auch die ganze Zeit tot. Der blinkt. Sorry. Gesehen, da ist es vorbeigecrawlt. Da schon wieder. Hast du es diesmal gesehen? Nein, was denn? Das Kind, du kannst aus der Zelle gucken. Ja, aber es ist so dunkel bei mir alles. Wie siehst du das? Das ist da vorbeigecrawlt. Lange krabbelt, okay. Sagt sogar jemand Scheiße. Hab ich nicht gesehen. Aber die Steps hören sich immer an, als wären die vor, über uns. Es kommt von oben runter. Hat jemand einen Clip gemacht? Kann jemand einen Clip machen?
Bist du hier? Gib uns ein Zeichen. Sollen wir gehen? Hast du EMF? Ich habe jetzt gerade die Fingerprints, weil ich weiß, wo die sein sollen. Bist du hier? Nicht Box. Meinst du, es war EMF 5? Ich bin mir sicher, es war 4. Rechts, Step. Keine Chance, bist ey, das hier? Gibt's ja gar nicht. Da redet keiner. Ja, das, also, vielleicht sind es irgendwie Finger. Lass uns mal zurückgehen und wir. Ja, was soll wir sagen? Wir raten. War das? Irgendeine Tür, die Tür wieder. Bewegt? Nein. Bist du hier? Ja, aber hier hat sich doch gerade eine Tür bewegt. Oder? Ja, was denn? Ist der hier? Ja, Lara, das macht der Geist die ganze Zeit. Help me. Haben wir eigentlich einen Knochen gefunden? Nee, ne? Nee, nix. Ich bin auch wirklich kein Fan von den... Da ist eine Tür offen. Da war ich öfter schon drin. Ach so. Lass einfach noch laufen ein bisschen. Chat, was meint ihr mit Kaya? Hatten wir EMF 5? Ich hab's nicht gesehen. Hatten wir EMF 5? Ich hab mich so. Ja, genau. 4 habe ich ja auch gesehen. Vielen, vielen Dank, Leute. Vielen, vielen Dank für alles. Den Support ist krass. Dankeschön. Der Geist würde uns hier, glaube ich, nicht mal erreichen. Selbst wenn wir hier normal rumlaufen. Ah, ich weiß nicht. Ich meine, ich habe sie wieder singen gehört, aber... Na? Wir hören auch kein Herzklopfen, ne? Ne, ich höre also gar nichts, habe ich da drin gesehen. Nee. Also ich glaube, wir haben Geisterorbs und vielleicht buggt EMF. Ja. Was könnte es denn sonst sein? Ja, wir können ja mal gucken, ob wir Orbs jetzt sehen. Hast du ein Buch umgegeben? Ja, hast du. Aber Orbs... Genau, der Chat meinte halt, dass der... immer verschieden spawnt, also das Leute gestern hatten, aber es gibt ja einen Geist, der an verschiedenen Stellen spawnt. Jetzt ist die Frage, waren wir in Block A oder waren wir in Block B? Da war ein Orb. Orb haben wir. Oh, Leute, sag mal. Bei mir war es... Ja, da hätten wir direkt durchgucken sollen. Kacke. Ah. So, jetzt haben wir, pass auf, Lara, Phantom, Mare oder U-Ray. Also, entweder Ghostwriting, bin ich mir ziemlich sicher, haben wir nicht. EMF 5 oder Spirit Box. Ich sage, es ist EMF. Sag ich auch. So, lass uns gamblen, oder? Der arme Kaya. Wenn Kaya uns hört. Kaya, wir haben Orbs. Wir haben Gefrierbrand und Orbs. Und wir gamblen jetzt einfach und sagen, es ist EMF 5. Ich bin müde, hä? Ja, ein bisschen. EMF 5, also Phantom, ja. Phantom. Wir geben ein Phantom. Spirit Box hatte Kaya und Lara versucht. Wir können halt auch Pech haben. Aber wir wollen Kaya nochmal mitspielen lassen. Gar nichts. Pack. Phantom. Nee, Mare. Was aber was ist die Mare? Spirit Box wahrscheinlich. Spirit Box. Hä, Alter. Die hatte ja, die Box dabei. Doch, sie redet auch in Gruppen. Ja, die wollte, vielleicht, die war, war ja noch ein Kind, vielleicht konnte die gar nicht reden. War einfach nur Pech für uns. Ich hab überall mit der geredet. Einfach Pech gehabt. Da muss die in irgendeiner einzigen
Zelle irgendwie gewesen.